Parousie 6 wird der Mensch in der Stunde des Todes von Sensibilitätsschwäche befreit. 3 Minuten. Sind wir im Moment des Todes von unseren psychischen und physischen Schwächen befreit? Die Antwort ist ja und folgt aus einfacher Logik. Dieser Moment, in dem Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, im dritten Himmel, wird auch der Moment der Wahl sein, der unsere Ewigkeit beschäftigen wird. Wenn psychische und physische Schwächen manchmal behindern, für manche das Alter, aber manchmal von Geburt an behindern, Trisomie 21 zum Beispiel, wenn diese Schwächen während der Zeit des irdischen Lebens nützlich sind, ist es keine Wahl, uns zu lehren, dass wir sind arm. Christus lässt diese Schwächen und für alle Menschen bei guter Gesundheit zu, Schwächen der Ordnung der Sünde, Sünden der Schwäche, weil wir sonst Gefahr laufen würden, in Stolz zu verfallen. Der Mensch, der sich selbst vollkommen beherrscht, hat manchmal den Fehler, sich als Gott zu sehen und deshalb in der Stunde des Todes angekommen zu sein, um zu glauben, er sei intelligenter als Christus, also ein Risiko der Verdammnis auf Erden sind, unterwirft uns Gott gewissen Schwächen und nimmt sie uns nicht weg. Er sagte dem heiligen Paulus, der gebettelt hatte, sie ihm wegzunehmen, diesen Dorn in seinem Fleisch, diesen Engel Satans, der ihn ständig auspeitschte. Meine Gnade genügt dir. In der Schwäche offenbart sich Gott. Pater Emmanuel de Floris sagte, dass seine Schwächen, die wir im Lateinischen Fumus Peccati nennen, Quelle der Sünden, die Gott uns nach der Erbsünde hinterlassen hat, erst wenige Stunden nach dem Tod verschwinden. Und das ist richtig, er überlässt sie uns bis zum Schluss. Es ist demütigend für diejenigen, die bekennen, die eine Haltung der Reue vor Gott haben, zu sehen, dass dies ihr ganzes Leben lang und sogar mit 85 Jahren die gleichen Sünden, die gleichen Schwächen und manchmal sogar noch schwerwiegender sind als das, was wir sind, in der Jugend hatte. Damit sollten wir normalerweise aus diesem bescheidenen Leben herauskommen. Aber wenn es um die Wahl geht, wenn wir die Hölle wegen einer Schwäche wählen würden, einer Schwäche, die aus unserer Psychologie kommt, wäre es nicht richtig. Und deshalb lässt Gott das nicht zu, also gibt er uns die volle Selbstbeherrschung zurück. Alle Versuchungen, die von unserem Körper ausgehen, alle Neurosen, die Psychosen verschwinden vollständig. Wir sind mit diesem perfekten psychischen Körper bekleidet und unsere Seele ist in Frieden. Das bedeutet, dass wir in diesem Moment wirklich wählen können, wer wir sind. Aber seien Sie vorsichtig, wenn wir Christus ablehnen, wird er vollkommen klar und vollkommen beherrscht gewesen sein. Es ist die Möglichkeit, dieses Mal Blasphemie gegen den Geist zu begehen. Sehr selten auf der Erde, aber möglich. Es gibt solche Leute, aber trotzdem ziemlich selten.